So, dieses Mail entsteht aufgrund von einem Supportfall. Ein Kunde schreibt, er hat die neue Version des Paketroboters ausprobiert und ist begeistert, aber bei einem Paket, das heißt Movie Magic Budgeting, das ist eine Software zur Kalkulation von TV-Produktionen, da funktioniert einiges nicht. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal etwas genauer an, was und warum. So, bevor wir jetzt in die technischen Details gehen, schauen wir uns doch das fertige Paket einfach mal an, wie das läuft. So, da geht's los. Da haben wir einen Klick auf den Next-Button. Das Fenster habe ich da absichtlich ein bisschen nach links positioniert. Hier haben wir einen Radio-Button-Klick und auf Next. Nochmal auf Next. Das ist immer das Gleiche. So, da ist die interessante Stelle, die erste. Da muss man da oben klicken, aber interessanter ist dieser Checkmark da unten. Denn da muss man erstmal schauen, ist er schon gecheckt? Dann darf man nicht draufklicken. Und wenn er noch nicht gecheckt ist, muss man draufklicken. Und dann hier nur noch Next und Install. Das ist die zweite interessante Stelle. Hier muss man aufpassen, dass man halt so lange wartet, bis diese Installation wirklich durchgelaufen ist. Und dann erst kann man mit der ganzen Geschichte weitermachen. Und das sind eigentlich die zwei Stellen, wo man ein bisschen aufpassen muss, die wir uns nachher mal in Ruhe anschauen. So, jetzt ist die Installation durchgelaufen. Das muss jetzt der Roboter irgendwann merken. Es dauert einen Moment und dann wird er auf Next klicken. Und dann auf Dann. Und dann wird er auf Nein klicken. Und jetzt ist die Installation auch schon durchgelaufen. Und wir schauen uns die Deinstallation genauso an. Da hat man eigentlich nur hier diese Stelle, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man eben abwartet, bis es durchgelaufen ist. Und wir sehen, soweit läuft es ganz problemlos durch. Und das Einzige, was ein gutes Setup natürlich auch können muss, ist, es sollte jetzt nicht nur funktionieren, wenn der Anwender gute Augen hat, sondern auch, wenn es mal ein Anwender erwischt, der schlechte Augen hat. Deswegen lassen wir jetzt mal das gleiche Setup bei einer größeren Fontgröße laufen und schauen mal, ob es da auch geht. Zuerst wieder die Installation. Da ist es wieder gestartet. Hier wieder der Klick auf den Radio-Button und auf Next. Und da kommt auch schon die Stelle mit dem Checkmark. Auch hier muss man wieder das Checkmark erstmal suchen, lokalisieren, feststellen, ob es gesetzt ist und wenn es nicht gesetzt ist, reinklicken. Und dann auf Next und auf Install. Und jetzt heißt es wieder warten.
So, jetzt dauert es wieder ein Momentchen, bis der Robot realisiert hat, dass es gelaufen ist und dann drückt er auf Next und auf Done und hier noch auf No, dass er das Ding nicht starten will. Also wir sehen auch mit der großen Schriftart war es kein Problem und natürlich muss aber auch die Deinstallation gehen. Die schauen wir uns auch mal an. Das war auch schon die Deinstallation und so muss das am Ende aussehen. Wie das im Detail geht, das schauen wir uns als nächstes an. Solche Java-Type-Setups sind leicht zu erkennen, wenn man einfach mal in den Analyzer schaut. Hier. Und wenn man hier auf diese Buttons fährt, da ändert sich nichts. Und man sieht bei der Fensterklasse immer ein Java oder ein Sun. Also in dem Fall steht jetzt da Sun AWT Frame. Und das geht auch dann weiter. Auch hier Checkmarks. Nur man hat einfach nur das Topfenster und aus unserer Sicht ist da irgendetwas drin gemalt, sage ich jetzt mal. Damit müssen wir klarkommen. Auch Accessibility, keine Chance hier bei diesen Geschichten, wird nichts angezeigt. Auch da hat man keine Möglichkeit, es zu greifen und das sind eben diese Java-Type-Setups oder in einem Satz, wenn die herkömmlichen Möglichkeiten, Steuerelemente, oder Accessible Objects zu lokalisieren versagen, dann nimmt man die Technik hier für solche Setups. Die arbeitet grafisch, das heißt, da schaut er sich das genauso an, wie wir das auch tun, und das funktioniert mit allem anderen. Bevor wir starten, noch ein paar Hinweise und Tipps. Also das Erste, wir werden später im Video einige undokumentierte Entwicklerbefehle, also Stand Februar 2017, zeigen, die man hier nehmen kann. Das erfolgt natürlich ohne Gewähr, dass daran nicht zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen erfolgen. Aber im Moment kann man es nehmen und wenn das Paket fertig ist, ist das Paket fertig. Nochmal kurz ein Beispiel. Ach so, und zweitens, zu dem Zweck schalten wir ClearType aus. Und was damit gemeint ist, das will ich jetzt auch mal kurz zeigen. Jeder hat in seinem Installationsverzeichnis. Hier ein Tool, das heißt Cat's Eye Analyzer. Ich starte das mal. Das sieht so aus. Da haben wir hier so eine Art Bildschirmlupe. Wenn ich da jetzt über Punkte fahre, sehe ich da die Punktfarbe. Und wenn ich jetzt mal hier über diesen Text fahre, der ja eigentlich für uns ganz schwarz aussieht, dann sehen wir, dieser Text ist eigentlich blau und grün und hellblau und Hautton und alles andere als schwarz. Gut, also gelegentlich erscheint auch ein schwarzer Punkt, aber das ist nur ganz wenig. Das nennt man ClearType. Dabei wird auf die Lochmaske des Monitors eine Art Subpixel gelegt und für uns erscheint es dann trotzdem schwarz. Das hindert natürlich den Robot daran, hier den Text zu erkennen. Und jedenfalls in dieser Version. Deswegen muss man das abschalten. Ich will mal zeigen, wie das geht. Wir haben hier einmal jetzt ab der aktuellsten Smart Package Robot Version das ClearType Switch Tool. Ich drücke jetzt mal hier auf ClearType Off. Und dann sieht man, hier hat sich das sofort geändert.
nur noch weiße und schwarze Punkte. Und wenn ich es wieder anschalte, sieht man, die Schrift sieht irgendwie fetter aus, aber sie ist halt nicht mehr schwarz-weiß. So, also ClearType ausschalten, bevor wir das nutzen. Kann man ClearType nicht ausschalten? Ach so, ClearType ausschalten, genau. Wenn ClearType dann ausgeschaltet ist, kann man diese Funktionen, ich schreibe jetzt mal hier eine 8 hin, diese Funktionen nutzen und dann sieht man auch, der Robot hat hier einige Elemente erkannt. Wenn ich dann mit der Maus drüber fahre, verschwindet diese draufgepinselte Grafik auch wieder. Sollte man auch immer wieder wegmachen, da die sonst den späteren Erkennungsvorgang stört. Also mit dem FLAG 8 erhält man mit dem UNI-Befehl und dem Analyze mal so eine Voransicht von dem, was da passiert. Das macht eigentlich das FLAG 16. Ah, das FLAG 16 mal die Blöcke schwarz. Okay, auch gut. So, also diese Befehle schauen wir uns später an. Das sind aber undokumentierte Befehle. Das heißt, da wird man in der Hilfe dazu nichts finden. Deswegen, die sind jedenfalls im Moment verfügbar, aber ohne Gewähr. Wenn ClearType als Tipp, also immer ClearType auf Off schalten. Und dann kann man hier mit dem Analyze-Befehl, mit dem FLAG 8 oder 16, sich die Blöcke, die der Robot erkennen kann, hier mal ein bisschen bunt umranden lassen. Oder wie gesagt, wenn man das FLAG 16 angibt, kriegt man eben jetzt eine Mischfarbe. Ich mache das nochmal weg. Kriegt man eben um jeden Block herum so ein schwarzes Viereck. Das entspricht dem Viereck, das dann entsprechend lokalisiert wurde. Wenn man ClearType aus irgendwelchen Gründen nicht wegkriegt, ich schalte jetzt mal wieder an, dann nimmt man als FLAG das FLAG 4 und jetzt mache ich hier auch mal wieder die 8 dazu, dass das auch angezeichnet wird. So, wir haben jetzt hier wieder ClearType angeschaltet. Ich zeige nochmal den Unterschied, kein ClearType, ClearType an. Hier sind jetzt nur bestimmte Befehle möglich. Achso, dann muss man auch bei der Toleranz ein bisschen hochgehen, nicht vergessen. Eventuell auch bei der Pixeldistanz muss man sehen. Ich probiere es mal. Gut, geht man hier nochmal auf die 6. 4 plus 8, jawohl. Naja, logisch, dass ich hier natürlich einen CAL-Befehl davor schreiben muss, sonst geht es natürlich nicht. So sieht man also auch bei ClearType kann der Algorithmus bestimmte Blöcke greifen, aber der analysiert dann nicht mehr den Text, sondern wenn man die jetzt anfahren will, dann muss man den UNI FBN Punkt, also Find by Number nehmen und muss dann schauen, dass man irgendwie den richtigen findet. In dem Fall empfehle ich, dass man hier übrigens mit normalen Klammern, nicht mit geschweiften Klammern, zum Beispiel dann sagt, ich nehme jetzt nur D4, dann kann man sich hier behelfen und analysiert von vornherein nur die Blöcke in D4 und kann dann entsprechend hier zum Beispiel etwas anfahren und auch mit Navigate zu was anderem hingehen. Ich mache mal noch einen Move dazu, MMV. So. Dann kann man auch bei ClearType ein bisschen was erreichen, aber wie gesagt, mit ClearType off, wenn es geht, so wie hier, hat man es wesentlich einfacher und dann aber natürlich dieses Vierer-Flag wieder ersetzen durchs Einser-Flag. Achso, noch ein kleiner Hinweis zum Cat's Eye Analyzer. Prinzipiell kann der Cat's Eye Analyzer solche Analysen auch vornehmen. In der aktuellen Version aber nur bei manchen Programmen. Also da wird auch noch entwickelt. Ich will aber mal kurz zeigen, wenn es funktioniert,
hier am Editor. Man kann hier dann dieses grüne Lichtchen, das da blinkt, da reinziehen und dann wird dieses Fenster analysiert und angezeichnet und man kann hier die Parameter verstellen, also die Pixeldistanz und das hier könnte zum Beispiel die Farbtoleranz sein. Und man sieht dann hier auch wieder die Quadranten. Wenn man hier auf das Orangene drückt, wird es neu eingezeichnet. Man sieht hier die Blöcke entsprechend, die gefunden wurden. Und mit einem Klick auf Rot beendet man dann die Connection wieder. Also funktioniert aber jetzt zum Beispiel bei diesem Setup nicht. Das wird sich zeigen, wie das zukünftig weiterentwickelt wird. Also prinzipiell kann man hier den Cat's Eye Analyzer auch für solche Analysierungen mal schnell einsetzen, um zu sehen, was kann ich denn da überhaupt sehen. So als kleiner Hint noch. So, dann habe ich hier was gemacht. Das ist jetzt dieser Klick auf hier oben in a New Program Group. Da haben wir direkt angegeben FBA in a New Program Group und Klick drauf. Hier unten bei dem Checkmark, da ist es jetzt ein bisschen schwerwiegender, das habe ich ja schon gesagt, weil da muss man ja feststellen, ist das Ding schon drin oder ist das Häkchen noch nicht drin und entsprechend muss das Skript anders arbeiten. Ich will es mal kurz zeigen, wenn wir jetzt gerade dabei sind. Lass es mal laufen. Sehen wir, der fährt hin, klickt aber nicht, sondern jetzt prüft er erst hier unten, ob das Häkchen schon drin ist. Und weil es schon drin war, hat er auf Next geklickt und hat jetzt nicht, hat hier auf dieses Next geklickt und hat nicht geklickt. Das ist, weil ich hier Klick CM1 angegeben habe. Hätte ich jetzt Klick CM0 angegeben, lassen wir es nochmal laufen, dann wird er reinklicken und wird das Häkchen rausmachen. So. Aber wenn das Häkchen schon raus ist, so wie jetzt, und es steht hier Klick CM0, darf er natürlich nicht reinklicken. Das heißt, jetzt muss er es so lassen, wie es ist. Und das tut er auch. Und wie gesagt, das ist wirklich die Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss, weil das ist natürlich hier alles über die Grafik. Und ich will mal kurz zeigen, wie es geht. Also hier habe ich jetzt den Befehl FBA verwendet, um einfach diesen Text zu finden. Create Icons for All Users. Hier, da ist er ja, fährt er dann auch hin, sieht man hier. MMV. Und dann habe ich den Befehl Scan Left verwendet. Da fährt er nach links, um hier ein Element zu finden. In dem Fall ist das dieses Checkmark. Und dann habe ich das Checkmark. Aber das hilft mir auch nichts. Ich muss ja wissen, ob es gesetzt ist. Also besorge ich mir dann mit GAR dieses Rechteck von dem Checkmark. Mit GRM genau den Mittelpunkt von dem Checkmark, weil da ist das Häkchen immer drin. Und fahre erstmal dahin. Das sieht man dann schön, der fährt dann dahin. Jetzt habe ich hier ein Makro, Klick CM gemacht. Das ist hier unten. Weil ich ja übergeben will als Parameter 0 oder 1, ob ich das gesetzt haben will oder nicht. So, und jetzt muss man ja erstmal feststellen, ist es gesetzt oder nicht. Dafür verwende ich den Befehl if rect color. Und dann habe ich angegeben die Farbe Schwarz als Referenz und habe gesagt, wenn mit 50%iger Toleranz innerhalb von diesem Rechteck drei Punkte sind, die eher schwarz sind, dann sage ich mal, dieses Ding ist gesetzt. Und wenn es nicht, dann ist es eben nicht gesetzt. Das heißt, dieser Teil hier, der stellt jetzt fest, ob in diesem Rekt das Häkchen gesetzt ist. Und jetzt vergleiche ich den Sollwert, das ist der Parameter, den ich hier übergebe beim Klick CM. Und der Ist-Wert, und wenn der nicht übereinstimmt, also wenn es gesetzt ist und es soll nicht gesetzt sein, oder wenn es nicht gesetzt ist und es soll gesetzt sein, dann macht er hier einen MLC, also einen Mouse-Left-Click auf den Mittelpunkt. Und das ist eigentlich der ganze Trick, wie man bei solchen Checkmarks verfährt, weil man weiß bei diesem Setup nicht, ist es schon gesetzt, ist es noch nicht gesetzt, und dementsprechend muss ein gutes Installationsskript natürlich reagieren. Das war hier auch schon der ganze Trick. Wie gesagt, jetzt gibt es nur noch eine Stelle, wo wir uns noch kurz anschauen, und das ist hier diese Installation, die jetzt danach kommt. Und zwar, da sind wir hier mit dem
Checkmark, Klick CM. Machen wir da eine 1 ein, das soll ja gesetzt sein. So, dann kommt das Next. Dann kommt hier der Klick auf den Install-Button. So, und jetzt, wenn man jetzt hier auf Install drückt, dann geht ja die Installation los und dann dauert es ja eine Weile. Jetzt muss man ja warten, bis das abgelaufen ist. Und dafür verwenden wir hier beim Smart Package Robot den RRA-Befehl. Also RRA, Remember Rectangular Area. Das heißt, der merkt sich jetzt ein rektangulares Area. Und was das genau ist hier mit A2, das sehen wir dann im übernächsten Kapitel mit Quadrantkoordinaten. Also der merkt sich hier ein bestimmtes Stück und er merkt sich auch noch A3, der merkt sich auch noch ein Stück hier unten. Und wenn jetzt innerhalb dieser Areas eine Änderung auftritt, dann sagt er, okay, jetzt kann ich weiterschalten. So, also wie gesagt, bei RRA merkt sich jetzt der Robot einen Bereich. Ich sage jetzt mal hier so einen Bereich, den ich jetzt hier mit der Maus zeige, vielleicht so etwa halb so groß wie dieses Fenster hier, den merkt er sich. Also er merkt sich, was da drin ist, was schwarz ist, was weiß ist, bei RRA. Mit RRA Store wird der jetzt in eine interne Box Nummer 2 verschoben und dann merkt er sich in seine Hauptbox, die Box Nummer 1, den Bereich 3. Ich sage jetzt mal, der wird jetzt hier sein zum Beispiel. So, den Bereich 3. Dann merkt er sich den. Jetzt läuft er in den WRA und sagt, ich warte jetzt, bis sich in dem Bereich hier etwas ändert. Und wenn jetzt die Installation durchgelaufen ist, erscheint hier ja was ganz anderes. Das heißt, der Bereich ändert sich und er läuft jetzt hier erstmal noch in eine Pause rein mit 0,5 Sekunden. Und jetzt holt er sich aus der Box 2, das ist die, wo wir hier was reingetan haben, den rektangularen Bereich A2, also den hier, und sagt, ich will aber auch sehen, ob da sich noch was geändert hat. Und jetzt prüft er auch noch den, und wenn der sich auch geändert hat, dann schaltet er weiter und drückt auf Next. Und das ist eigentlich die Methode, mit der wir hier bei diesen Setups warten, bis ein Vorgang abgeschlossen ist, indem wir einfach einen Bereich suchen, da wo irgendwo dann ready steht oder ich bin fertig oder so und sagen, hier, in dem Bereich muss sich was ändern und dann ist die Geschichte abgeschlossen. Und das ist einfach eigentlich der ganze schwere Bereich, der Rest besteht einfach nur daraus, suche hier Text, dann No, so habe ich das hier realisiert. Übrigens, man sieht, das ist ein Template vom InstaRec. Das heißt, ich habe erstmal die ganze Geschichte mit dem InstaRec aufgezeichnet. Das gilt für Installation wie auch Deinstallation, weil dann hat man schon mal den Start und man hat das ganze Locate Setup und man hat einen Error-Händler, ist alles schon da. Und dann nimmt man einfach auch diese Struktur vom InstaRec und macht eben das normale Skript dann raus und macht dann sein Skript rein. Und hat dann hier schon mal ein komplettes verteilbares Skript. So viel als Vorwort. Und jetzt schauen wir uns mal im Einzelnen die verwendeten Techniken an. Fensterlokale Koordinaten erstmal. Normalerweise sagt man ja Screen-Koordinaten oder Pixel-Koordinaten und da hat man ja den Nullpunkt hier oben. Das heißt, das da oben ist der Punkt 0,0. Und wenn man jetzt mal 1920 mal 1080 Punkte auf dem Bildschirm hat, also HD-Auflösung, dann hätte man hier unten den Punkt 1920 nach X und 1080 nach unten. Das wäre also der unterste Punkt. Und alle Punkte dazwischen verweisen jetzt oder referenzieren einen Punkt auf dem Bildschirm. Und da könnte man ja jetzt hergehen und sagen, also mein Install-Button, der ist zum Beispiel bei Punkt so und so viel. Ich hole mal den Analyzer, der zeigt das an. Und zwar der Windows-Inspektor zeigt das an, hier unten bei Screen. Da sieht man jetzt die Screen-Koordinaten. Der wäre jetzt zum Beispiel bei 807,600. Problem, wenn jetzt das Setup nicht hier aufgeht, sondern zum Beispiel hier oder hier, dann verschiebt sich natürlich auch der Install-Button. Jetzt wäre er zum Beispiel bei 627 mal 454. Also Screen-Koordinaten ist die schlechteste Lösung. Deswegen gibt es die fensterlokalen Koordinaten. Die erkennt man daran, dass man, ich zeige das mal,
dass man hier schiebt es mir mal darunter, so dass man hier ein MMV oder MLC, O, Pipe oder B Pipe und dann gibt man die Koordinaten an und das sind dann die Koordinaten, die hier rechts neben dem Topfenster stehen, hier oben. So, das heißt, das wäre jetzt die 557 410. 557,410. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, muss ich es nochmal speichern. Ja, und dann fährt die Maus da auf den Install-Button. Wir sehen auch wieder den Smart Package Robot typischen Human Mouse Move. Also der fährt jetzt nicht gerade dahin, sondern verschnörkelt es auch noch ein bisschen. So. Fensterlokale Koordinaten. Der Vorteil ist, wenn man nur diese Auflösung unterstützt, das heißt, wenn man sagt, wir haben nur Bildschirme mit dieser Wundwurz, nicht einer eben die große Fontgröße eingestellt hat. Ich habe das ja vorher beim Vorführen schon mal gezeigt. Man kann ja hier eine andere Schriftgröße einstellen. Und wenn das nicht der Fall ist und man hat wirklich nur diese Schriftgröße, dann reicht es völlig aus, dann braucht man nicht mehr. Dann muss man nur hier den Mausklick machen, macht dann noch zum Beispiel eine Pause von einer Sekunde und kann den nächsten Mausklick machen und nimmt dann noch unsere Wartetechnik, die wir später noch zeigen, für diese Installationsphase und kann auf diese Art und Weise das Skript machen. Und wenn das ausreicht, das heißt, wenn man jetzt nicht das Problem hat mit unterschiedlichen Schriftarten, kann man so eine Installation sogar mit dem InstaRec aufzeichnen. Ich will es mal zeigen kurz. Also ich zeichne jetzt nicht die ganze Installation auf, sondern was man ändern muss. Dazu muss man bloß hier bei den Settings, bei der Engine Selection, dem InstaRec sagen, bitte nimm mal hier den kompatiblen Modus, kompatible Mausbewegungen, kompatible Mausbewegungen und hier auf OK. So, und wenn ich jetzt mit dem InstaRec, ich will jetzt nicht auf Install drücken, weil das dauert dann. Ich drücke mal hier auf Previous. So, und mache jetzt hier Save und Exit. Dann merke ich, dass ich gar nicht auf Aufzeichnen war. Also nochmal. Gut, das Setting habe ich ja schon geändert. Das heißt, ich muss jetzt bloß hier mal auf Aufzeichnen gehen. Dann kann ich es zeigen, wenn ich jetzt hier aufzeichne, 1, 2 und dann mache ich Save und Exit, hier sieht man es schon. Dann habe ich hier meine Mauskoordinaten, ganz genau die ich brauche. Und ich habe hier mein MLC. Wenn ich jetzt mal 2 zurückgehe und ich lasse es mal abspielen, dann sieht man, der macht hier ganz normal diese Klicks, wie er soll. Man würde vielleicht jetzt noch für die Sicherheit ein DIP 250 davor setzen. Das bewirkt, dass das Skript langsamer abspielt. Dann braucht man wahrscheinlich noch nicht mal mehr die Pausen. Dann reicht es wahrscheinlich so schon aus, um ein Skript zu kriegen. Und dann muss man, wie gesagt, nur noch am Ende bei der Wartezeit eine kleine Änderung machen. Also auch prinzipiell kann man auch viele solche JavaScripte erstmal mit dem InstaRec aufzeichnen, nur halt die Compatible Engine vorher bei den Settings einschalten. Und dann kriegt man so oder so diese mauslokalen Koordinaten und die hat man dann schon mal, wenn man die nehmen will. Wenn nicht, hat man aber schon mal hier diese Fensterlokalisierungen und die habe ich auch, oder die kann man dann schon nehmen für sein, wenn man sein Skript dann hier lieber mit den anderen Befehlen macht, die wir später noch zeigen. Kann man diese vom InstaRec dafür schon verwenden. Und was man auf jeden Fall vom InstaRec kriegt, ist ja auch hier immer dann dieses Locate Setup. Das fehlt jetzt natürlich hier, weil ich natürlich kein Setup auf den InstaRec gezogen habe. Aber wenn ich dann ein Setup auf den InstaRec gezogen habe, habe ich ja auch noch hier immer dieses Locate Setup und entsprechend die ganzen Routinen, die da dranhängen, um festzustellen, was mache ich, wenn das Setup eingebunden ist oder nicht. Also das kriegt man quasi dazu. Also Tipp 1 erstmal mit dem InstaRec, mit der Compatible Engine aufzeichnen. Und
Wenn man keine unterschiedlichen Schriftgrößen hat, dann einfach mit fensterlokalen Koordinaten arbeiten. Hierzu gibt es noch eine Ergänzung. Es gibt natürlich auch skalierte fensterlokale Koordinaten. Man kann sich mit den entsprechenden Skriptbefehlen die Größe von dem Fenster holen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt hier Systemvariablen. Und wenn man da ein bisschen runter geht, hat man diese Systemvariablen, wo man zum Beispiel aktuelle Mausposition bekommt oder den aktuellen Punkt oder das aktuelle Element, Leftzeit oder eben auch aktuelle Elementgröße. Diese Dinge kann man sich holen und kann damit ausrechnen, wie viel größer ist dieses Fenster jetzt gegenüber dem Ursprungsfenster, also gegenüber dem Fenster, bei dem ich es aufgezeichnet habe. Das hat ein bisschen mit Mathematik zu tun, aber das ist alles möglich mit dem CAL-Befehl. Und damit kann man sich skalierte Koordinaten ausrechnen. Das heißt, man kann sagen, wenn das Fenster größer ist, dann verschiebt sich ja auch mein Next-Button entsprechend runter. Und dann berechnet man eben die Koordinaten. Das heißt, man hätte dann hier Variablen drinne. $YPO und die würde man in irgendeinem Unterprogramm, ich nenne es jetzt mal Prozent Scale, würde man die jetzt skalieren und $YPO und würde die jetzt skaliert zurückbekommen. Also das sind skalierte Fensterkoordinaten. Das kann man auch machen, wenn einem das Spaß macht. Es gibt beim SPR aber eine bessere Möglichkeit zur Skalierung und es sind die sogenannten Quadrantkoordinaten und die schauen wir uns im nächsten Abschnitt an. Was sind Quadrantkoordinaten? Ich habe schon angedeutet, es hat mit Skalierung zu tun und wenn man es mal sehen kann, ist es doch das Einfachste. QFR. Ich kann zum Beispiel einfach in den QFR-Befehl gehen und da ist auch so ein Bild und da sieht man jetzt mal die Quadrantkoordinaten. Das heißt, bei der Angabe von Quadrantkoordinaten wird das Fenster in 16 Teile geteilt. Also deswegen heißt es auch Quadrant, Quad 4. Aber ganz richtig ist es nicht, der Quadrant vom Rekt-Befehl beherrscht alle Quadranten von 2x2 bis 9x9. Das heißt, man hat die Möglichkeit, auch die Anzahl der Aufteilung anzugeben. Steht hier. Und man kann auch innerhalb von dem Quadrant noch einen Quadrant bilden. Das heißt, ich kann jetzt sagen, nimm den Quadrant C3 und bilde in dem Quadrant wieder 4 Quadranten und gib mir daraus die Quadranten A1 bis B2 zum Beispiel. Wichtige Dinge über Quadrantkoordinaten. Logischerweise der Quadrant D4 ist immer ganz unten, egal ob ich jetzt eine kleine Schriftart habe oder eine große Schriftart. Und weil der Quadrant D4 immer ganz unten ist, kann ich zum Beispiel sagen, geh im Quadrant D4 auf den Quadrant so und so und da klicke rein und dann habe ich auch relativ sicher den Next-Button. Das ist der Trick bei den Quadrantkoordinaten. Ich habe also ein automatisches Scaling. Denn automatisch bei einer größeren Maske ist der Quadrant D4 natürlich auch entsprechend größer. Ich habe also die Wahl, meistens nimmt man entweder ein 4er Quadrant oder ein 8er Quadrant. Die Quadranten werden benannt nach rechts mit einer fortlaufenden Zahl und nach unten mit Buchstaben. Und ja, da gibt es noch einen anderen Abschnitt drüber, aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist, man kann mit diesen Quadranten dann etwas tun.
Also ich kann hier einen Quadrant ermitteln. Ich kann dann mit dem Befehl, mit den anderen Grafikbefehlen diese Quadranten verwenden. Also mit den anderen Befehlen, die wir jetzt als nächstes noch sehen. Oder ich kann zum Beispiel auch mir von einem Quadrant, jetzt steht es hier nicht, den Mittelpunkt holen und kann die Maus da reinsetzen. Wie heißt da der Befehl? GAR, Get Actual Rectangle. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, den Mittelpunkt zu berechnen. Also jedenfalls, man kann bei den Befehlen sich den Quadrant holen und von dem Quadrant den Mittelpunkt berechnen und zum Beispiel dann da mit der Maus hinfahren. Oder man nimmt in dem Quadrant wieder andere Quadranten. Noch ein wichtiger Hinweis, ich kann beim QFR-Befehl nicht nur jetzt angeben einen Grundquadrant. Also ich kann es nicht nur sagen, hier mein Fenster geht jetzt von 5,2, ach so, von 260,52 würde ich jetzt so schreiben, 0,52, ich hole das da unten aus dem Analyzer, geht es etwa bis 865,477, 865,477. So, und da will ich jetzt den Quadrant A1 und den will ich jetzt in Dollar Resultat in einer Variable. Dann zeigen wir mir den mal an. So. Aber mehr Spaß macht es doch, wenn man da auch hinfahren kann. Da muss ich gerade mal schauen. Get rect midpoint. Genau, das ist der Befehl, den man dann braucht. Dann hole ich mir hier mit dem Befehl get rect midpoint den Mittelpunkt. Und dann kann ich einfach ein MMV $ mitmachen. Und dann brauche ich das gar nicht anzeigen lassen, sondern die Maus fährt jetzt einfach in die Mitte von dem Quadrant A1. Von dem Fenster. Natürlich muss ich hier auch das Ergebnis von der Berechnung angeben und nicht irgendwas. So, das ist also der Mittelpunkt vom Quadrant A1. Warum zeige ich das? Ich kann natürlich jetzt auch sagen, ich gebe nehme nicht nur den Quadrant A1, sondern ich nehme das Rechteck A1 bis A3 zum Beispiel. Dann mache ich einfach A1, A3. Jetzt wird der Mittelpunkt genau in der Mitte von dem Fenster sein. Da habe ich jetzt einen Punkt gemacht statt ein Komma. Das macht natürlich keinen Sinn. Dadurch komme ich in den Fenstermittelpunkt, weil er da konnte er keinen Quadrant berechnen. Also so geht's. Genau. Also A1 bis A3 wäre jetzt hier etwa der Mittelpunkt. Wenn ich mehrere Quadranten angebe hier als Beschreibung, was ich will, dann wird immer ein Rechteck draus gemacht. Also er nimmt jetzt nicht den Quadrant A1 und den A3, sondern wenn ich zum Beispiel den hier angebe, dann habe ich immer ein ganzes Rechteck. Wenn ich also angebe A1 bis D4, dann habe ich das ganze Fenster. Das heißt, er fährt auch wieder in die Mitte von dem ganzen Fenster. Jetzt kann ich diese Zahlen weglassen, wenn ich vorher ein Fenster oder ein Topfenster sinnvollerweise, geht auch mit Kinnfenstern, aber wenn ich vorher ein Topfenster lokalisiert habe, dann nimmt er als Eingang dieses Rekt von dem Topfenster. Das sieht man jetzt auch hier. Allerdings hat er da jetzt Screen-Koordinaten verwendet. Deswegen müsste man das Ding dann, wenn ich es jetzt direkt so mache, nach 0,0 positionieren. Also ein Set Window Position 0,0 machen, damit er dann da richtig fährt. So, dann fährt er auch genau in die Fenstermitte. So, der Grund ist, weil man ja üblicherweise nicht direkt dahin fährt,
sondern man macht ja irgendwas mit diesen Koordinaten später. Meistens muss man die nochmal ändern. Jetzt noch ein Beispiel. Ich gebe jetzt mal an, die Quadrantkoordinaten a1, a2. So, jetzt komme ich genau in die Mitte von a1 nach a2. Das ist etwa hier. Jetzt, das bildet ja jetzt auch wieder einen Quadrant, diesen Quadrant a1 nach a2. Und wenn ich jetzt von dem Quadrant aber in den D4-Abschnitt will, also irgendwo hier unten hin, dann kann ich das direkt hier angeben und kann sagen, in dem Quadrant würde ich gerne nach D4 gehen. Jetzt wird in dem Quadrant nochmal ein Quadrant gebildet und er geht dann in dem Quadrant nach D4. Allerdings muss man es richtig schreiben. Wenn man hier so die falsche Klammer setzt, dann ist das ein Grund für eine sehr schwierige Fehlersuche. Also D4 muss man natürlich richtig schreiben. So, und da sind wir jetzt auf D4. Ich kann auch hier wieder mehrfache Quadranten angeben. Also wenn ich jetzt hier D1, D4 schreibe, komme ich auch wieder in die Mitte, aber halt relativ unten. Das heißt, so kriege ich innerhalb von dem Quadrantenkoordinatensystem einmal eine Skalierung hin, aber ich kann auch nochmal relativ fein positionieren. Dazu noch ein anderer Hinweis, und zwar, es gibt einen neuen Eintrag User-Makros in der Hilfe mit der neuesten Version vom Smart Package Robot. Und da sind jetzt ein paar Befehle drin, die hätte ich jetzt auch als Befehle implementieren können. Aber die waren jetzt solche Sachen, die man wirklich einfach selber machen kann, kann man auch sich dann einfach als Makro selber implementieren. Und das ist jetzt zum Beispiel, sind jetzt Makros, mit denen man solche Rektkoordinaten oder solche, ich habe jetzt ja hier eine Rektkoordinate gekriegt, das heißt eine Variable, da sind vier Zahlen drin, ich zeige das mal. Dollar, Dollar, Res. So, da sind jetzt also vier Zahlen drinne. Und jetzt, wenn ich jetzt da eine Zahl raus will, jetzt müsste ich normalerweise hergehen und müsste die String-Befehle bemühen, also SBM und so weiter. Braucht man nicht, kann man sich einfach hier das entsprechende Makro holen. Da gibt es dann Convert Rect into zwei Point Variables oder Convert Rect into vier Numeric Variables. Das sind dann diese Makros, die kann man sich einfach hier rauskopieren. Die tut man sich dann hier unten einfügen. Kann das ja mal machen. Sinnvollerweise nimmt man sich einfach die ganze Bibliothek, Ctrl C, kann sich das dann hier unten einfügen. Und jetzt brauche ich nur noch, was nehme ich denn jetzt hier? Rect to Point zum Beispiel. Und dann kann ich hier sagen, Prozent, muss natürlich noch davor schreiben, rect to point. Und dann sage ich eben, das ist Dollar, Dollar, Res, das ist das Viereck, was rauskommt, also das rect. Und das will ich in Dollar, Dollar, POA und Dollar, Dollar, POB. Und dann lasse ich mir die mal anzeigen, POA und Dollar, Dollar, POB. Und wie gesagt, damit kann man jetzt also auch einfach so eine Umwandlung machen und sich aus dem Rect dann zwei Point-Variablen machen und sieht dann so aus. So, wenn, wie gesagt, das ist eine Makrobibliothek, kann man auch als Bibliothek nehmen mit dem Include-Befehl, Gatter Inc, also ohne Raute natürlich, so, mit der Include-Direktive. Könnte man sich die auch einbinden, dann arbeitet es auch schneller ab. Dann wird es also schnell abgearbeitet. So, nochmal als kleiner Tipp: User-Makros sind im Prinzip wie Befehle, allerdings derzeit nicht fix implementiert, kann man sich einfach als Makros holen. Alles, was mit Rect, Point und Koordinaten zu tun hat, sind da noch ein paar zusätzliche Tools da. So, Rektkoordinaten, Quadrantkoordinaten. Also diese Quadrantkoordinaten werden uns noch begegnen bei den anderen Befehlen, wo wir hinkommen. Deswegen macht es Sinn, wenn man die verstanden hat. Ich schaue gerade mal, da ist noch eine andere Stelle in der Hilfe, wo die erklärt werden.
Das ist bei Components und hier 3.6 Using Quadrant Coordinates. Da ist auch noch mal eine Erläuterung. Da, als das geschrieben wurde, gab es aber den erneuerten Befehl, also RA wurde rund erneuert, gab es noch nicht, und es gab auch noch nicht den QRF-Befehl. Also da hat es Neuerungen gegeben, aber das, was hier steht, müsste noch alles stimmen. Quadrant from rect, und wie gesagt, man kann jetzt hier hinten bei QRF auch nochmal einen Parameter angeben, und wenn ich eine 8 hinschreibe, dann habe ich 8 Quadranten. Wenn ich eine 5 hinschreibe, hätte ich 5 Quadranten. Geht also auch. QRF beherrscht da von 2 bis 9 beliebige Quadrantenzahlen. Quadrantkoordinaten. Okay. So, warten auf Änderung. Also, wir haben ja den Fall, dass da eine Installation läuft. Da ist dann da unten so ein Strich, da läuft eine Installation. Wir wollen wissen, wenn sie fertig ist. Üblicherweise, wenn ein Prozess fertig ist, dann gibt es irgendeine Meldung, der Prozess ist fertig. Dadurch ändert sich etwas. Und auf diese Änderung wollen wir warten. Das heißt, technisch gesprochen, wir warten darauf, dass sich in einem Abschnitt, den wir angeben, irgendwelche Pixel verändern. Und den Abschnitt, den merken wir uns oder den speichern wir uns ab mit dem Befehl RRA. Und gewartet wird mit dem Befehl WRA. Der Befehl RRA hat noch eine ganze Menge Optionen. Man kann also auch mehrere Abschnitte speichern und dann nacheinander auf Änderungen warten. Kann man in der Hilfe nachlesen. Ich will nur mal generell zeigen, wie es geht. Ich nehme jetzt einfach mal den Abschnitt, den wir vorher mit dem QFR definiert haben, also dieses Rechteck. Das kann ich direkt an RRA übergeben und dann wird dieses Rechteck von RRA überwacht. So. Und bei WRA wird er jetzt stehen bleiben, so lange, bis sich in diesem Abschnitt was ändert. Das tue ich jetzt, Achtung. Und dann läuft er weiter und ich kriege hier meine Nachrichtenbox. Das kann man auch nochmal so sehen, wenn ich jetzt mal hier das reinlaufen lasse und ich fahre jetzt mal mit dem Fenster hier drüber. Passiert erstmal nichts, weil ich bin ja noch nicht in dem Abschnitt. Und jetzt fahre ich mal an den Abschnitt ran, wo die Änderung überwacht wird. Achtung! Und sobald ich in den Abschnitt reinkomme und sich hier was ändert, geht er weiter. Das Beispiel zeigt aber auch eine Sache. Dieses Verfahren ist insoweit anfällig gegen aufpoppende Antivirusfenster, gegen andere aufpoppende Fenster, gegen Flackern. Deswegen habe ich ja auch in dem Skript eine Absicherung reingemacht über mehrere Teile nacheinander mit einer Wartezeit zwischendrin. Das Verfahren ist ein bisschen anfällig, deswegen macht es an der Stelle Sinn, dass man mehrere WRAs macht. Das heißt, dass man sich mehrere Bereiche merkt. Ich will das mal zeigen, es würde zum Beispiel jetzt so aussehen. Ich kann ja sagen, merke dir mal. Und hier haben wir jetzt immer nur Vierer Quadranten, wenn man es so direkt eingibt. Den Quadrant A1, merkt ihr mal den Quadrant A1, mach es ein bisschen größer, dann kann man es besser sehen. Und jetzt sage ich RAA und da kommen jetzt die Optionen ins Spiel. Da könnte ich jetzt sagen, speichere mir das in diesen Quadrant in eine Variable. Ich mache es aber einfacher, ist es, wenn man einfach macht Store und sagt, regulär sind die gemerkten immer in der Box Nummer 1. Jetzt sage ich, speichere den mal in die Box Nummer 2. Und dann merke dir den Quadrant A4. Das ist also ganz rechts oben, A4. Und auf den warten wir mal. Und wenn der gekommen ist, der A4, dann läuft der 1 weiter. Und holst dir bitte den gespeicherten Quadrant aus der Box 2 und dann warten wir auf den. Das wäre jetzt also eine abgesicherte Variante, die ich empfehle. Sieht dann in der Praxis so aus, ich lasse das laufen. Er läuft in das WRA rein und wir sehen, da hat irgendwas geflackert oder ist weitergegangen. Und schon sind wir hier jetzt und warten auf den A4. Naja, ist ja auch richtig. Wer genau hinschaut, sieht, dass hier ein Cursor blinkt. So.
Und wenn das Fenster flackert und Fokus verliert oder Ding, das schaltet halt sofort weiter. Die kleinste Pixeländerung, die man auch mit bloßem Auge kaum sehen kann, reicht aus, damit es weiterschaltet. Deswegen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier reingehe und hier reinklicke, wird der schon weiterschalten. Weil sich ja natürlich auch der ganze Fensterrahmen schon ändert. So, also muss man aufpassen und möglichst schauen, dass man auch ein bisschen vom Rand weg bleibt. Deswegen sind ja auch bei mir die B-Quadranten viel beliebter. Wenn ich jetzt also B2 und C3 nehme, sind wir ein bisschen in der Mitte und sind jetzt von den Rändern nicht so betroffen. So, jetzt kann ich da reinklicken. Es passiert erstmal nichts, weil ich bin jetzt ja nicht von der Änderung im Rand betroffen. Und da oben das Blinken ist mir dann auch egal. So, aber wenn ich jetzt wieder mit meinem Fenster hier reinfahre, Achtung, fährt er natürlich weiter. Und jetzt kommt noch C3, das dürfte jetzt gleich schalten. Ja. Und so funktioniert es also mit dem RAA und WRA. Und das ist unser Mittel, um festzustellen, wann eine Installation gelaufen ist. Und wie gesagt, man muss keine Quadrantkoordinaten nehmen, man kann auch richtige Koordinaten nehmen, aber ich empfehle an der Stelle der Einfachheit halber einfach Quadrantkoordinaten, auch weil die eine automatische Skalierung schon dabei haben. Das nächste Beispiel sollte eigentlich nur relevant sein für Checkmarks im Wesentlichen, um festzustellen, ob irgendwelche Schalter gesetzt sind oder nicht gesetzt sind. Deswegen habe ich auch nochmal die Checkmark mir geholt von dem normalen Skript. Könnt nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Fensterlokalisierung, ja, suchen wir erstmal grundsätzlich das Checkmark. Die Maus fährt dann dahin. Ist an der Stelle unnötig, aber mache ich trotzdem. Sieht hübsch aus. So, und da haben wir jetzt ein SCL-Befehl, ein Scan-Left-Befehl. Den können wir ja mal an der Stelle hier kurz zeigen. Scan-Left. Scan-Left. Da ist es. SCL, also Scan-Left. Damit kann man jetzt praktisch nach links scannen und dieses Checkmark lokalisieren. Das brauche ich, denn ich möchte genau in der Mitte von der Checkmark schauen, ob das Häkchen gesetzt ist. Also da sieht man auch schon wieder diese Farboperationen, da muss man genau den richtigen Pixel finden. Und wenn man jetzt auflösungsunabhängig, also fontgrößenunabhängig arbeiten will, dann ist das natürlich schwieriger. Aber kein Problem, machen wir. So, jetzt holen wir uns mit GAR, get aktuell rekt, die Koordinaten von dem Checkmark. Get rekt midpoint, damit holen wir uns genau den Pixel in der Mitte von dem Checkmark. Da fährt er jetzt übrigens hin. So, und jetzt gehen wir in das ClickCM0 Makro und übergeben den Parameter 0. Das heißt, der soll nicht klicken, wenn kein Checkmark drin ist, aber wenn eins drin ist, soll er klicken, um es rauszumachen. So, hier übergeben wir den Parameter 0 an die Variable $$soll. Das ist der Soll-Zustand. Der Soll-Zustand ist also 0, das heißt, soll nicht gesetzt sein. Und jetzt kommt eben dieser IRC-Befehl, der heißt eben if rect color. Und ich mache das rect color lieber als pixel color, weil wenn man nur von dem Pixel die Farbe nimmt, da kann man, wenn es jetzt nicht eine große Fläche ist, relativ leicht in die Irre gehen. Aber wenn man jetzt ein rect nimmt, hat man eine größere Toleranz. Und hier habe ich das ganze Checkmark als Toleranz und sage, wenn da jetzt drei Pixel dabei sind, die bei 50%iger Toleranz näher bei Schwarz sind als bei Weiß, dann gilt das Checkmark als gesetzt. Das ist jetzt übrigens nicht der Fall, da ist also kein Haken drin. Und deswegen werde ich jetzt hier auf 0 gehen und sagen, das ist nicht gesetzt. Und da haben wir eben diese Funktion dieser if rect color, get pixel color oder wait rect color. Man kann ja auch warten, bis sich so eine Farbe ändert. Und, aber wie gesagt, braucht man eigentlich hauptsächlich für Checkmarks. Und dementsprechend, ob jetzt soll und ist übereinstimmen, in dem Fall ist es der Fall, dann wird eben nicht gesetzt.
Und dann geht man hier aus dem Makro wieder raus und bringt eben dann die Messagebox. So, also das nochmal als Beispiel für IRC. So, da sind wir jetzt genau wieder bei dieser Geschichte. Es ist absehbar, dass es an der Stelle noch Erweiterungen und Verbesserungen geben wird. Das wird dann vielleicht auch nicht mehr Uni-Befehl heißen, aber der wird noch eine ganze Weile so erhalten bleiben. Also man kann einigermaßen gefahrlos diese Befehle im Moment so benutzen. Und wir schauen uns die noch mal ganz kurz an. Haben wir schon gesehen, die Flags hier beim Analyze-Befehl sind die Flags beim Analyze-Befehl. Sind. Jawohl, hier also Nummer 4 wäre in ClearType-Mode und mit Nummer 8 kriegt man bestimmte Dinge eingezeigt oder angezeichnet oder aber mit Nummer 16. Nummer 32 macht auch was. Schauen wir es uns mal ganz kurz an. Ich gebe mal als Flag jetzt mal eine 32 an, was da passiert. Sehe ich jetzt nichts. Gut, jetzt. Ach, der macht jetzt hier seinen Dings. Gut, das möchte ich jetzt an der Stelle nicht. Dann mache ich mal hier ein ENR rein. Also Flag 16 mal probieren. Was passiert da? Da müsst ihr also schwarze Böckchen machen. Genau. So, und jetzt aufgepasst. Wer sich jetzt wundert, warum ich jetzt nur hier vier schwarze Boxen habe, einschließlich hier und hier oben nichts, das ist jetzt eine weitere Sache, die man hier angeben kann. Und zwar bei MS-Doppelpunkt kann man aber hier in normalen Klammern, nicht in geschweiften Klammern, wieder Quadrantkoordinaten angeben. Und dann wird nur in diesen Koordinaten nach dem entsprechenden Text gesucht. Das ist eine Verbesserung, also auch man kann damit auch schon wieder die Suche einschränken und Fehlerquellen ausschließen. Also mit 16 kriegt man diese schwarzen Kästchen. Kann man nehmen, um jetzt die Navigation zu überlegen. Und wenn man statt der 16 eine 8 angibt, kriegt man, wie gesagt, diese bunten Kästchen eingezeichnet, wo also auch sogar die Buchstaben noch mit Strichen getrennt sind. Ich zeige es nochmal. Wenn man mit der Maus drüber fährt, gehen die zum Großteil auch schon wieder weg. Also der Analyze-Befehl und seine Flags. Und dann, wie gesagt, gibt es den FBA und den FTX-Befehl. Welcher Befehl wann hängt, wie gesagt, von der Schriftart ab, die jeweils verwendet wurde. Einfach mal ausprobieren. Wenn der FTX nicht geht, einfach mal den FBA probieren. Und wenn beide nicht gehen, kann man nichts machen. Dann kennt der Robot die entsprechende Schriftart nicht. Ist aber bei solchen Setup-Programmen kaum der Fall. Da ist er eigentlich relativ gut eingestellt drauf. Vorausgesetzt, und das bitte nicht vergessen, hier immer schön ClearType ausschalten. Und jetzt kommt mal dazu, das will man natürlich nicht immer dieses Tool da mit sich rumschleppen. Dafür gibt es jetzt den ANA. Befehl und da kann man machen CT on, schaltet ClearType an und ANA CT off, schaltet ClearType wieder aus. Auch das kann ich mal kurz zeigen. Mache mal eine Sekunde Pause zwischen rein, dann kann man es schön sehen. Bitte mal auf das Fenster hier achten. ClearType an. Sieht man schön schwärzlich und ClearType aus. So, also diese Befehle hier. Bevor man, wie gesagt, diese Uni-Befehle nehmen kann hier, also diese F-Befind-Text und so weiter, sollte oder muss man diesen Uni-G-Analyze-Befehl nehmen. Ohne den können die nichts machen. Also sind die wertlos. Das heißt, erstmal muss der Analyze die Maske entsprechend analysieren und dann können die anderen Befehle mit diesen gesammelten Daten irgendetwas tun. So, jetzt wie gesagt, wir gehen noch mal ganz kurz durch die Befehle durch, da die sonst nirgends verzeichnet sind, ist das Video hier im Moment die einzige Quelle dafür.
So, und da die Befehle derzeit noch nicht dokumentiert sind, für die Java-Setups hier nochmal im Video kurz eine Dokumentation der Geheimbefehle. Stand Februar 2017. Soweit. Zum Abschluss nochmal, was ich vorher schon gesagt habe eigentlich. Also ich wiederhole nur nochmal ganz kurz. Immer die Compatible Engine nehmen, sowohl beim InstaRec als auch bei den Mausbefehlen. Darauf achten, dass bei dem Befehl hier dieser grüne Pferdewagen zu sehen ist. Das ist die Compatible Engine. Hier, Maus, Left Click, da Compatible Engine. Diese Befehle funktionieren. Und hier, da wo wir dieses rote Horn Direct Engine sehen, die gehen nicht. Das heißt, Direct Engine vermeiden und nur Befehle der Compatible Engine nehmen. Das gilt sowohl für die Maus als auch für die Tastatur. Das heißt also auch Tastaturbefehle, Keyboard Commands. Hier nur, das hier geht nicht. Direct Engine geht nicht. Aber Send Key Press, Compatible Engine, der geht. Und dementsprechend, wenn man jetzt das mit dem InstaRec aufzeichnet, auch beim InstaRec hier bei Optionen Engine Selection auf kompatibler Modus stellen und dann einfach auf OK.